Hier im Berliner Wedding haben die Brüder Boateng Fußball spielen gelernt. Erstmal sind wir auf einen stolz, dass er von hier geschafft hat. Ich liebe dich, Boateng, und lieben dich. Drei Brüder mit sensationellem Talent. Kevin, Jerome und George. Die Brüder haben sich gegenseitig angetrieben. Die beiden waren ja auch schon ein Stück weit voraus, konnten mehr am Ball als ich. Und das hat mich ja schon so gewurmt, wo ich dann auch immer versucht habe, auch so weit zu kommen. Der Superstar und Millionär Jerome ist trotz der nahen EM heute in den Wedding gekommen. Sein Bruder Kevin Prinz ist nicht angereist, um die Brüderbiografie des Journalisten Michael Horeni vorzustellen. Aber Jerome und sein ältester Bruder George wollten dieses Buch. Herausgekommen ist eine Reportage über das Zusammenspiel von Chancen, Talent und sozialer Herkunft. Ich finde, das steht in weiten Teilen exemplarisch dafür, wie sich eben Jugendliche auch aus Migrationsfamilien entwickeln können und wo da die Knackpunkte liegen, wo da die Weggabelungen sind. Um das nachzuspüren, das war das, was mich am meisten interessiert hat. Die Brüder haben den gleichen Vater, den Ghanaer Prinz Oppong Boateng. Aber sie haben unterschiedliche Mütter und wuchsen in verschiedenen Welten auf. George und Kevin kommen aus dem Berliner Wedding, einem Viertel mit hoher Kriminalitätsrate und vielen Arbeitslosen. Auch ihre Familie lebte von Sozialhilfe. Jerome hingegen wurde in gutbürgerlichen Verhältnissen in Wilmersdorf groß. Ich hatte schon viele Vorteile, denke ich. Ich bin fast jeden Sommer mit meiner Mutter und meiner Schwester in Urlaub geflogen. Das kannten die beiden gar nicht. Und auch so, meine Mutter hat mir viel abgenommen, hatte immer Zeit mit mir, um die Hausaufgaben oder so zu machen. Und ich denke, bei denen war es auch schwerer, weil die waren insgesamt 5 Kinder. Erst als Jerome 8 war, lernte er seine Brüder kennen und kam zu ihnen auf den Bolzplatz im Wedding. Hier war es dann härter. Da sind die anderen härter rangegangen und daran musste ich mich gewöhnen. Und am Anfang habe ich ab und zu angefangen zu heulen und so Sachen. Und das kannten meine Brüder gar nicht, weil die waren immer so hart und einfach mit dem Kopf durch die Wand. Man kann nicht immer in Seidentücher eingepackt werden. Manchmal muss man auch auf die harte Realität, und das hat er hier kennengelernt. Und man sieht ja, der hat sich auch gut entwickelt. Der älteste Bruder George galt manchem als der begabteste Fußballer unter den Brüdern. Aber sein Leben lief aus dem Ruder. Er hatte die falschen Freunde, brach die Schule ab und saß 8 Monate wegen Körperverletzung in Untersuchungshaft. Er hatte keinen, der ihm Orientierung geben konnte. Aber er versuchte, Kevin von der Straße fernzuhalten, ihn zu beschützen. Wir haben in 6 Quadratmeter Zimmer gelebt, über 10 Jahre oder so. Also das schweißt natürlich. Für ihn war ich oft auch eine Vaterfigur, großer Bruder sowieso, aber auch oft Vaterfigur. Kevin hatte anders als sein Bruder von Anfang an auch Trainer wie Frank Friedrichs bei Hertha, die ihn förderten und ihm Halt gaben. Mit selbstgeschneiderten Trikots. Links oben. Also war sehr pünktlich, fleißig, zuverlässig, das, was die meisten Leute in den Medien eigentlich nicht hören wollen. Ja, also war ein ganz normaler Junge, ja, mit ein bisschen mehr Begabung als andere vielleicht. Sowohl Kevin als auch Jerome schaffen es in den Profifußball bei Hertha BSC. Kevin wird schnell als eines der größten Fußballtalente des Landes gehandelt. Er strotzt vor Selbstbewusstsein. Legt sich ein Ghetto-Image zu, das die Medien dankbar aufgreifen. Doch von nun an wird er den Ruf als Rambo Teng nicht mehr los. Er gerät mit den DFB-Funktionären aneinander, fliegt aus der Jugendnationalmannschaft, beschließt bei der WM 2010 für Ghana zu spielen. Unser Traum als Jugendtrainer ist natürlich immer, Spieler für eine Stadt auszubilden, für ein Land auszubilden, die dann auch hier dieses Land mal vertreten. Und er spielt weder bei Hertha BSC noch für dieses Land. Ja, also es ist eine Katastrophe. Ja, das war eigentlich so unser Traum früher, wo ich auch in der U-Mannschaft angefangen habe, haben wir gesagt, später spielen wir zusammen für Deutschland. Mein Herz brannte, als ich von dieser Entscheidung gehört habe. Dann tritt Kevin auch noch mit seinem berühmten Foul Michael Ballack WM untauglich. Damit ist die Sache für die Medien endgültig klar.
Kevin ist der böse Bruder aus dem Ghetto. Der Kaputtreter. Und Jerome, der nette Junge aus Wilmersdorf. Wenig später kommt es in Südafrika zum ersten Brüderduell in der WM-Geschichte. Kevin für Ghana gegen Jerome für Deutschland. Für Jerome ist das wie eine Zerreißprobe. Er steht zwischen seinem Bruder und seinem Land. Dann hatten wir auch zu der Zeit auch noch Streit. Dadurch war für mich noch mehr Druck irgendwie. Bei ihm ist es nicht so, weil er kann es immer sehr gut ausblenden. Aber bei mir war das schon so. Ich habe mir noch darüber Gedanken gemacht in der Kabine, wie wird es sein beim Handschlag und alles. Und dann im Spiel hatte ich das aber aufgelockert. Das Buch zeigt eindrucksvoll, wie die Familie trotz aller Schwierigkeiten zusammenhält. Auch wenn einer keine Karriere gemacht hat, der älteste Bruder George. Für mich wäre das nichts. Nee. Ich bin nicht so ein geselliger Kumpane wie meine Brüder. Nee, ich komme nicht so viel mit Regeln und so, ist nicht mein Ding. Die Geschichte der Brüder Boateng. Der Erfolg hängt nicht nur von Talent und Willenskraft ab, sondern auch davon, ob man zur richtigen Zeit von den richtigen Leuten gefördert wird.